Guten Morgen. Heute ist der 31.01. und ich bin 20 geworden. Heute kommt zwar auch ein Video von mir online, allerdings hatte ich das schon am Sonntag abgedreht, da ich da auch ein kleines Shooting hatte und geschminkt war und so. Deswegen dachte ich, passt das ja. Ja, was habe ich heute gemacht oder was habe ich geplant? Eigentlich habe ich nicht wirklich was geplant. Also ich habe einen ganz normalen Arbeitstag als Au-pair. Wir haben es jetzt, glaube ich, 10 Uhr oder so, kurz nach 10. Und ich habe den Kleinen schon zur Schule gebracht. Und dann war ich bei einer Sprachschule, da ich die gerne wechseln würde. Ja, da war ich auf jeden Fall, habe so einen Termin für ein Interview abgemacht. Die wollen erstmal testen, wie gut ich in Dänisch bin. Und dann war ich einkaufen bei Netto, das kann ich euch auch mal zeigen. Gestern habe ich erstmal beim Türken 3 Mangos gekauft. Richtig geil, die sind auch reif. Ja, und da habe ich 3 Mangos für 1,50 bekommen, was richtig gut ist. Also im Supermarkt kostet eine Mango 15 Kronen. Und dann habe ich mir einen Tee gekauft. Bin jetzt so eine Teetrinkerin. Kaffee trinke ich nie. Dann habe ich mir einen Sojajoghurt gekauft, denn mein Proteinpulver ist leider wieder leer. Und ich bin in nicht mal 2 Wochen, in 13 Tagen, ja, in 13 Tagen, bin ich wieder in Deutschland und da, habe ich mir halt 2 Pakete Proteinpulver vorbestellt. Und das wäre voll dumm, wenn ich mir jetzt irgendein anderes Proteinpulver kaufe. Ja, aber ich hasse das, wenn ich kein Proteinpulver habe. Da habe ich mir eine Gurke gekauft. Und so Nudeln aus grünen Erbsen, weil die relativ viel Protein haben. Ich habe sowas aber noch nie gegessen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das scheiße schmeckt. Aber ja, steht sogar drauf 5 Minuten. Und dann habe ich mir noch Apfelmus gekauft. Irgendwie hatte ich da Bock zu. Kann man ja auch über die Haferflocken rüber machen. Oder wenn ich mal wieder Pancakes mache. Und eine Sojamilch. Das ist auch so Standi und die hat auch relativ viel Protein. Da 3,7 auf 100 Milliliter. Und ach so, eine Zitrone noch für den grünen Smoothie. Den werde ich aus dieser Tasse Spinat hier machen. Das ist gefrorener Spinat. Den tue ich eventuell für ein paar Sekunden einmal in die Mikrowelle. Dann aus einer Mango eine halben reifen Banane. Also ihr könnt auch eine ganze nehmen, aber ich habe halt noch eine halbe im Kühlschrank. Und ein bisschen Zitronensaft. Und das schmeckt richtig geil. Und dann habe ich heute Morgen schon ein Geschenk bekommen von meiner Gastfamilie. Richtig süß. Die haben sogar für mich gesungen. Das war echt herzzerreißend. Und das kann ich euch ja mal zeigen. Tada! Vielleicht kennt ihr das schon am Logo. Das ist mein Lieblingscafé, mein Lieblingsrohköstlicher Laden. Ich habe da ja schon mal so ein Video gemacht, wo ich von dem was probiere. Oder ich esse eigentlich in relativ vielen Videos was von dem, weil es einfach mega geil schmeckt. Okay, vielleicht noch mal Kühlschrank zu machen. Und das hier habe ich von denen bekommen. Das Ding habe ich schon mal gegessen. Das ist so ein Peanut Butter Cup. Also da drin ist so eine Art Karamell, aber halt alles aus rohköstlichen Dingen. Also das ist dann so Dattel mit keine Ahnung was. Das hier, das ist total blöd, das so zu filmen. Das da oben ist irgendwas mit Marzipan. Das da rechts ist was mit Matcha. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil Matcha ja eigentlich ein bisschen scheiße schmecken soll. Und dann ist hier was mit Kirsche. Und ich glaube, ich mache später noch im Video eine kleine Live-Verkostung. Ich glaube, wenn ich alles davon aufesse, ist mir ziemlich schlecht. Aber ihr kennt mich. Also normalerweise esse ich halt alles davon auf. Und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen klar Schiff machen. Nebenbei mache ich mir den grünen Smoothie. Dann eventuell gehe ich nachher zum Sport. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, dann würde ich mich sehr freuen. Dann hätte ich einen produktiven Tag gehabt. Und ja, ich mache mich jetzt erstmal an die Arbeit. Methoden daraus übertragen auf jedes andere Geschäft oder jede andere Lebenssituation auch. Ich glaube, dass ich erstmal den Pegel zugelassen. So, wundert euch nicht, warum ich einen anderen Pullover anhabe, aber zum Putzen ist der besser. Jetzt haben wir ungefähr gleich 12 Uhr, also kurz vor 12. Und ja, normalerweise mache ich mir jetzt immer Mittagessen, aber ich habe irgendwie keine Ahnung, was ich mir machen soll. Und ich kann es nicht abwarten, diese hier zu probieren. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Aber ich möchte sie auf keinen Fall alle jetzt aufessen. Und ich glaube, ich möchte nämlich echt noch zum Sport gehen und mit einem Bauch voller Desserts, Kuchen. Und ja, das ist ja auch alles sehr fettig, auch wenn es gesund ist. Okay. Fangen wir mit diesem Kirschding an. Das habe ich noch nie probiert.
Von der Optik könnten sie natürlich besser aussehen, aber probieren wir mal. Geil. Hammer schokoladig. Und dann hier innen drin halt so Kokosflocken. Und obendrauf so ein bisschen Kirsche. Auch wenn ich nicht so der Kirsche-Fan bin, aber schmeckt geil. Bisschen wie Bounty mit Kirsche. Dann probieren wir mal dieses Marzipan-Ding. Das schmeckt, glaube ich, auch ziemlich geil. Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor dem Matcha-Teil. Oder soll ich erst das Matcha und dann könnte ich sozusagen mit dem nachspülen? Eieiei, dann wagen wir uns mal ran. Hier seht ihr, sieht ein bisschen verschimmelt aus, aber es ist halt echt nur Matcha, also ist grün. Also ich muss sagen, ich habe jetzt Schlimmeres erwartet. Schmeckt eigentlich ziemlich neutral. Und außenrum halt Schokolade. Meine Haare, ne? Habe eben die ganze Zeit einen Zopf gehabt, aber es würde ein bisschen zu assig aussehen jetzt. Und so eine Palme noch auf dem Kopf. Ja, und probieren wir mal das Ding hier. Das ist heftig. Das schmeckt original wie diese Lübecker Herzen. Kennt ihr die? Ich habe vor Angst, dass ich überall Schokolade an den Zähnen habe. Die habe ich früher als Kind auch immer so verhaftet. Ich glaube, eins davon werde ich jetzt aufessen. Ich glaube, ich esse dieses Kirscheteil auf. Das fand ich bis jetzt irgendwie echt am geilsten von den ganzen. Und weil es irgendwie nicht so krass mächtig schmeckt. Ich glaube, dieses Marzipan-Ding ist richtig mächtig. Und ja, ich habe da dann auch dieses Peanut Butter Cup-Ding. Aber da weiß ich, das ist auch nochmal geil. Das esse ich vielleicht morgen oder heute Abend. Jetzt esse ich mir erstmal das auf. Und koch mir dann Nudeln oder so. Mal sehen. Last minute, and then I decided to go and make them. I mean, I am definitely like that, but I still do them anyway. I wouldn't really say that there's many. I've been too non-confident to actually go through with something. I'm normally just procrastinate it, but then I eventually actually breaking it down in terms of social media. So, das ist jetzt das fertige Ergebnis. Das Grüne, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind Erbsennudeln. Und da habe ich noch ein paar normale Nudeln zugetan. So wie ein bisschen Light Ketchup, den ich euch ja gezeigt habe. Und diese Sojafiletstücke, die finde ich verdammt ähnlich aussehen wie einfach normale Hähnchenstücke. Ja, und das ist so eine, ja, etwas größere Müslischale. Und das werde ich jetzt essen. Und ja, mal schauen, ob das dann schon reicht fürs Training. Oder ob ich dann noch irgendwie später was esse. Dieser Moment. Wenn du noch ein Scoop Proteinpulver da hast. Ja, ich werde jetzt nach den Nudeln noch einen Proteinshake trinken, einen kleinen. Ist ja nicht mehr viel hier. Und dann werde ich noch das Bad putzen, den Kleinen abholen von der Schule und dann werde ich, glaube ich, Oberkörper trainieren. Gestern habe ich Unterkörper gemacht. Falls ihr euch übrigens gefragt habt, was ich gefrühstückt habe, dann könnt ihr euch das, glaube ich, eigentlich schon denken. Ja, es waren Haferflocken mit einer halben Banane. Ein Apfel habe ich so gegessen und ein paar Blaubeeren. Habe ich reingezoomt? Das sieht hier ein bisschen. Oh nein, jetzt. Schade. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt diesen Proteinshake trinken. Dazu meine Supplements nehmen: Vitamin D, Zink und Vitamin B12. Und ja, das nur einmal so. Dann kann das hier ein kleines What I Eat in a Day Video werden. Jetzt wisst ihr einfach, was ich gefrühstückt habe. So, das Bad ist geputzt. Ich höre hier wieder einen neuen Podcast. Also Podcast ist echt das Geilste, wenn man putzt, finde ich. Jo, jetzt werde ich, glaube ich, noch ein bisschen hiervon essen. Ich weiß nicht, ob ich alles esse. Sporttasche ist gepackt. Ich weiß allerdings noch nicht, was ich trainiere. Bei meinem Rücken, da habe ich noch ein bisschen Muskelkater. Und Beine habe ich ja gestern gemacht. Jetzt würde nur Schultern und Brust übrig bleiben. Aber mal sehen. Wir hatten ja auch noch Wolle, Seidesachen, die nicht vegan sind, die ich aber noch hatte aus der Vorzeit. Okay, ich habe gerade alles aufgegessen. Aber kein Ding. Das war ja auch da, um gegessen zu werden. Ich würde mal sagen, im Training habe ich Power, hoffentlich. Eigentlich sollte man ja nicht so eine fettige Mahlzeit vorm Training essen, aber wie gesagt, heute steht eh nur so ein nebensächliches Training an. Schultern und Brust ist halt nicht so mein Fokus. Eigentlich sind Schultern sogar eher meine Stärken. Ja, Hauptsache ein bisschen Bewegung, nochmal rauskommen. So, genug mit der Podcast-Hörerei und YouTube-Guckerei. Jetzt mache ich noch ein paar Dänisch-Hausaufgaben hier. Das müssen wir immer so übers Internet machen. Schreibt immer so, welche Aufgaben wir haben und so. So, nochmal muss ich hier nämlich die Wörter eintragen. Hey, nicht so schnell. Easy. Ja.
Stärkung hier nach der Schule, Müsli Bar, ist auch vegan. Ich bin jetzt angekommen im Fitnessstudio. Ziehe mir gleich noch einen Pullover über, nur im Sportbest ist mir das zu kalt. Und ich habe leider nur noch einen Strich Akku. Vielleicht kann ich noch ein paar Aufnahmen vom Training einfangen. Ja, vielleicht mache ich danach sogar noch ein Form-Update, würde ich gerne mal machen. Ja, aber dann lege ich jetzt erstmal los. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Das Training lief überraschenderweise nicht so hammergut. Also ich hätte mir da irgendwie mehr erwartet, aber ja, als ich ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, ist mir auch eigentlich klar geworden, warum ich nicht so viel Power hatte. Aber dazu kommen wir gleich. Und ja, jetzt gibt es erstmal ein kleines Form-Update. Mein Arm zittert schon ein bisschen, weil ich ja, Arme trainiert habe. Und ja, das gibt es dann jetzt mal. Ich glaube, das reicht. Bauch ist halt immer scheiße bei mir. Also, der ist halt nicht so richtig muskulös. Aber ist okay für mich. Ja. Und ich hoffe, die Aufnahmen wurden was. Ich erzähle euch jetzt von meinem Wochenende. Also, ich habe euch ja von meinem Klamottenberg. Ich habe euch ja von meiner Bekanntschaft erzählt. Und er kommt ja aus Schweden. Und dann haben wir uns am Freitag zum zweiten Mal getroffen und sind Cocktails trinken gegangen. Ja, ich habe mal wieder Alkohol getrunken, aber ja, ich habe halt auch nur einen getrunken und war davon schon relativ betrunken, weil ich das halt einfach nicht gewöhnt bin, Alkohol zu trinken. Und naja, dann wieder hammernette Gespräche gehabt, also komplett auf einer Wellenlänge. Und meinte er so, ja, was machst du morgen so oder heute Abend noch? Puh, ja, nichts, ne? Und dann er so, ja, komm doch mit nach Schweden, können wir da noch in eine Bar oder keine Ahnung was. Ja, müssen wir ganz mit dem Zug dahin, ne? Ja, ich zahle auch. Alles klar. Also wir unterhalten uns halt nur auf Englisch, aber ich übersetze das alles so. Und dann bin ich mit ihm nach Schweden gefahren und dann sind wir da noch in so eine Dönerbude, habe ich da so ein Falafel gegessen. Und dann am nächsten Morgen sind wir noch frühstücken gegangen im Baristo-Café. Das ist auch so eine Kette, die ist relativ bekannt hier. Und ja, wirklich überall kriegst du vegane Sachen, ne? Also verhungern muss man echt nicht. Und dann bin ich ja schon mal alleine nach Schweden gegangen, zu so einem roh-veganen Café. Und da bin ich ja auch noch mit ihm hingegangen und habe mir Sachen geholt für das Wochenende. Also, weil ich ja dann an dem Tag nach Hause gefahren bin, noch so roh-vegane Desserts und ein Wrap. Das könnt ihr auf meiner Facebook-Seite sehen. Da hatte ich das auch schon angesprochen, was ich für ein verrücktes Wochenende hatte, so mit dem Ratschlag, dass man manchmal auch einfach verrückte Dinge machen muss. Ich hatte ja überhaupt keine Sachen mit, keine Zahnbürste, Zahnpasta, keine neue Unterwäsche und so. Ja, schon mal bestens vorbereitet aufs Backpackerleben, würde ich sagen. Aber das war einfach mega nice. Und dann am Sonntag habe ich auch eine andere Au-pair getroffen. Die kam von den Philippinen. Und ja,
Also so langsam entwickelt sich das hier mit den sozialen Kontakten. Ich habe sogar gestern in so eine Facebook-Gruppe noch so einen Aufruf gestartet, dass ich so, ja, Freunde suche, hört sich immer so Opfer an, aber ist ja so, weißt du, wenn du in einem neuen Land bist, muss man ja irgendwie auf sich aufmerksam machen, wenn im Winter alle mal drin chillen. Und ja, da haben sich auch schon voll viele gemeldet und das wird. Man muss sich einfach nur mal trauen. Ich habe eben mit meiner Gastmutter geredet und ja, sie hat halt gefragt, ob ich mit denen essen will. Ich esse ja meistens abends mit denen. Und ja, sie macht Nudeln. Ist natürlich scheiße, ne? Wenn man denn auf so das Essen von denen angewiesen ist. Dann esse ich heute zweimal Nudeln, aber kein Ding. Nudeln mit Spinat ist so ein Standardgericht von denen. Und ja, da werde ich auf jeden Fall ordentlich Nudeln essen und auch noch so ein paar Sojafiletstücke, aber ich werde es wahrscheinlich eh filmen. Aber ich muss sagen, es war echt ein schöner Geburtstag. Also ich mag das sowieso nicht, wenn, weiß ich nicht, ich so Geburtstag feiere und so die ganze Aufmerksamkeit auf mich ist. Ich, weiß ich nicht, bin nicht so der Mensch, der das so mega abfeiert, wenn so viel Aufmerksamkeit auf einen ist. So, ich blätter gerade die Zeitschrift durch und ich habe unter meinem vorletzten Video einen Kommentar bekommen, ob ich irgendwas Käsiges empfehlen könnte, weil ja, das bei der veganen Ernährung ja fehlt, so richtiger Käse. Und ich wusste nicht mehr den Namen von dem Frischkäse, aber hier ist er in der Zeitschrift. Also, keine Ahnung, wer du warst, ich habe deinen Namen vergessen, aber ich meinte diesen hier. Okay, ich muss mich jetzt beeilen, weil mein Gastkind gerade kam, dass das Essen fertig ist, aber ich habe vor 1,5 Wochen oder so ein Body gekauft, ein XS, und ich dachte so, oh, ob ich da noch reinpasse. Passe ich noch, aber ich dachte, das wäre eine ganz gute Möglichkeit, um euch mal so mein Booty zu zeigen, ohne dass es irgendwie anrüchig oder zu sexy oder so wirkt, weil in Tanga oder so oder Unterhose ist das irgendwie ja nicht so schön. Ja, das zeige ich euch jetzt einmal schnell und ich hoffe, da kann ich ein paar gute Aufnahmen machen. Also, ihr müsst halt echt wissen, dass ich überhaupt kein Booty hatte. Also so komplett gar nichts. Das ist halt der Body. Das war's jetzt und ich gehe essen. So, ich habe mir jetzt noch einen kleinen Soja-Joghurt gemacht. Einfach weil ich glaube, ich noch ein bisschen Protein essen möchte oder brauche. Ja, ich merke, dass ich ziemlich müde bin gerade. Ich werde, glaube ich, gleich noch duschen gehen. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft vor dem Essen. Und ja, den Joghurt essen, mich ins Bett legen, YouTube-Videos schauen. Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich werde ihn wahrscheinlich einen Tag später hochladen, also am Mittwoch. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.